Hallo und willkommen. So, im letzten Video haben wir ja diese Bücher lesende gestaltet. Und die Rückseite durch den vielen Kleber ist natürlich jetzt nicht so wirklich schön und beschreibbar. Deswegen würde ich da gern eine Collage drauf machen. Und als Untergrund habe ich mir überlegt, hätte ich gerne einfach Gold. Einfach hier so. Gold. Einfach so. Also einfach Gold. Farbe, Acrylfarbe in diesem Fall, verteilen und einfach so mit dem Spachtel und das lasse ich jetzt so trocknen. Dann geht's weiter. Oh, das ist wunderbar getrocknet. Ich mag das ja total gerne, dieses Gold und Schwarz. Ist ja wirklich sehr schön. Wie sieht denn unsere vorherige Seite aus? Ja, kann sich sehen lassen. Da können wir vielleicht noch hier ein bisschen mit irgendwie mit dem Weiß. Einfach mal so ein bisschen rumdudeln. Kommen wir zu dem Gold. Was können wir mit dem Gold? Da können wir da bestimmt irgendwas Schönes, Kontrastmäßiges drauf machen. Und mir gefällt ja das hier richtig gut. Das hat auch so ein bisschen was von der anderen Seite. Was Längliches. Mal so. Doch gar nicht so viel Kontrast, ne? Ja, es geht. Es geht. Es geht. Jetzt haben wir ja noch so viele Bruchseiten von der einen Gestaltung übrig. Schauen wir doch mal, ob wir da irgendwas rauskriegen. Ist das eine Seite oder zwei? Scheint einer zu sein. So. Vielleicht so. Vielleicht doch so. Daher so. Ja, das macht schon mehr Sinn. Steht das Ganze aber am Kopf, ne? Kann man es auch so machen. Das ist schön hell. Viel besser.
Gut. Und jetzt ich habe hier so eine Libelle, die lacht mich so an. Die würde ich da gerne drauf stempeln. Dem Lila? Nein, Lila nicht. Blau. Blau, blau, blau. Der Türkis. Broken China. Ja, das. Ja, das. Das würde mir ja gut gefallen. Versuchen wir das doch mal. Ich mache es andersrum, das geht schneller. Das sieht schon mal ganz nett aus. Dann wollen wir mal gucken, wie das als Druck aussieht. Dann legen wir mal die Sachen zur Seite. Einen guten Untergrund haben, das ist die glänzende Seite. Und dann nehmen wir die Matte. Ja. So ein matter Abdruck ist ja auch nett. Daher, Schätzchen. So. Wird es auch gut aussehen. Dann lassen wir das doch da. Und hier könnten wir vielleicht mal was Rundes ausprobieren. Finde ich schön gegensätzlich. Das mag ich. Und hier, was haltet ihr denn davon, wenn man da so oben und unten das so als Eingrenzung machen? Vielleicht ein bisschen kleiner. Ohne den Rand. Versuchen wir es einfach. Macht
das einfach. Soll ich mal was ausprobieren? Ich habe hier das noch gefunden bei mir oben. Entschuldigung. Da steht drauf, vielseitiges Medium auf Basis von 100% Acrylat trocknet zu einer flexiblen, wasserfesten, glatten, transparenten Schicht auf. Ideal zum Mischen, Aufkleben, Glasieren und Lackieren. Für Anwendungen und Beispiele. Ach, da gibt es noch eine Website. Ja, das würde ich heute einfach mal gern ausprobieren. Dazu nehmen wir uns mal ein kleines Pöttchen. Hätte ich das nicht hier letztens, aber habe ich mich da verguckt. Nehmen wir dieses. Das ist zwar eigentlich ein Aschenbecher, aber dich brauchen wir nicht als Aschenbecher. Also nutzen wir dich als Mediumspender. Okay. So ein bisschen dickflüssig am Anfang. Mein Pinsel. Dann pinseln wir mal drauf los. Machen wir erst dich. So. So. Sonst was drunter legen, brauchen wir nicht so aufzupassen. Gut verteilen. Das habe ich befürchtet. Dass das nicht so klar mehr rauskommt. Aber da können wir ja nachher noch ein bisschen was dran arbeiten. Immer das vielleicht umranden oder ähnliches. Umranden war ein gutes Stichwort. Dann machen wir doch jetzt mal mit den Papieren so ein bisschen. Umrandung. Ja, das ist ein sehr altes Buch, ich glaube Anfang 20. Jahrhundert. Ich weiß gar nicht mehr, was hatte ich da vorgelesen. 1916. Auf jeden Fall muss man damit wirklich schon ganz schön zärtlich umgehen, damit man es nicht kaputt macht. Okay. Das mit dir auch. Das ist übrigens so ein, ich glaube, das macht man über die Teekanne, so ein Tropfenhalter. Aber ich fand das ganz süß, mal so als Blütenersatz.
Auf jeden Fall schön dünn. Ich denke, wenn ich das da so drüber mache, dann imprägniert das auch ein bisschen. Da ist eine Falte, aber ich vermute, wenn das trocknet, wird das nicht mehr so sichtbar sein. Gut. Machen wir das damit auch? Probieren es einfach. So, ich wollte mal die Mitte rausnehmen. Okay, werde ich das mal trocknen lassen und berichten. Bis dann. So, hier kommt das Trockenergebnis. Klebt alles wunderbar, aber es glänzt auch alles ein bisschen. Das ist ein bisschen dicker dadurch geworden, ein bisschen stiffer. Also kann man benutzen, wenn man nichts gegen diesen, ja, weiß nicht, sieht man das jetzt? Da seht ihr das, ne? Wenn man nichts gegen diesen Glanz hat. Okay, war ein Experiment. Jetzt schauen wir mal, ob wir da noch mal drauf drücken können. Zunge. Knoten, aber dann noch mal drauf drucken können, weil das ist mir zu blass. Entweder mit einer anderen Farbe oder einer kräftigeren. Hier haben wir, was hat man denn genommen? Broken China? Nee. Peacock Feathers? Nein. Hab hier dann noch eine dritte Farbe. Ich weiß es nicht mehr. Doch da. Ich habe tatsächlich nur eine dritte Farbe. Nochmal Broken Shiner. Achso, das ist einmal Ink und einmal Oxide. Ah, alles klar. Das deswegen. Ne? Ich hätte noch irgendwie sowas wie Lila. Sagen wir die Kleinen hier. Das sieht gut aus. Mermaid Lagoon. Das probieren wir. Ja, ich werde das natürlich jetzt nicht an die gleiche Position kriegen, aber das ist auch nicht so schlimm.
dann sieht das halt aus, als würde ein Schatten dahinter liegen. Im besten Fall, hoffe ich. Ist gar nicht so übel geworden. Na gut. Und dann machen wir jetzt ganz zum Schluss, weil ich die Finger nicht davon lassen kann, ist doch noch mal mit Iris. Auch nicht wirklich gut, dass ich das hier so auf dieser krumpligen Unterlage mache, aber so gefällt es mir. So kann ich da was mit anfangen. Und immer schön die Reste verbrauchen. Manchmal sieht das richtig gut aus, wenn so im Hintergrund so eine leichte Struktur ist. Okay. Ja, so hab ich mir das gedacht. Kontrast, ne? Hell, dunkel. Light to dark. Gefällt mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, lasst mir einen Daumen da, einen Kommentar. Vielleicht auch ein Abo. Würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.